Jo, ich stehe jetzt am Fuße des Gotthard und hier gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Entweder Tunnel oder die neue, moderne Gotthard-Passstraße. Zeige ich euch gleich mal von hier unten. Oder touristisch noch reizvoller, die alte Tremula. Und das ist eine der Passstraßen, die kann man in einem Atemzug nennen mit Trollstigen in Norwegen oder manch anderen Wahnsinnsstraßen der Welt. Die fahren wir jetzt gleich auch. Bin jetzt hier unten in Airolo. Wir haben uns ja eben verabschiedet, Jens und ich. Es hat dann auch auf der Runterfahrt vom Nufenen ein bisschen geregnet. Ja, aber hier unten ist soweit alles ganz okay. Wenn er jetzt mal guckt, da oben, das ist die neue Gotthard-Strecke. Achtung. Ja, seht ihr da? Diese ganzen Kurven. Ja, und die alte Tremula, die geht ein bisschen weiter rechts davon hoch. Auch teilweise komplett mit Kopfsteinpflaster gepflastert. Ja, bin sie schon ein paar Mal gefahren, allerdings dann immer nur mit dem Geländewagen. Und mit dem Avanti, das wird jetzt eine neue Sache. Also steigen wir mal ein und los geht's. Halbzeit auf der Tremula. Das Ding ist geil. Wenn er mal da oben guckt, da oben geht es jetzt weiter. Und da oben seht ihr die normale Gotthard-Passstraße. Also das Ding hier ist irre. Eigentlich durchgängig zweiter Gang. Gibt ein paar Kehre, da muss man tatsächlich in den ersten Gang zurückschalten. Trotz allem muss ich sagen, bin ich mit dem Avanti hier sehr schnell unterwegs. Aber im Vergleich zu manch anderem Fahrzeug läuft ganz gut mit den 150 PS. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, aber wenn er hier mal guckt. Also das ist wirklich eine Traumstraße. Und wer immer die gebaut hat, Lob und Anerkennung. Jo, geschafft. Wir sind oben angekommen. Wie ich schon vermutet hatte, da hinten donnert schon ganz furchtbar. Ansonsten hier oben, wie immer, wunderschöne Aussicht. Und ist schon, also Gotthard oben,
kann man sich auch ein bisschen aufhalten. Das werde ich jetzt auch tun. Ich setze mich jetzt mal ein, zwei Stunden an den Laptop. Guck mal, dass ich ein bisschen was geschnitten bekomme von unserem Treffen. Vielleicht heute noch was hochladen. Und ich habe ja jetzt alle Zeit der Welt, hetzt mich ja keiner. Mittwochabend habe ich den nächsten Termin in der Winterthur. Und vielleicht bleibe ich heute Nacht auch hier oben. Na, ihr seht, also hier ist auch mit Wohnmobilen gut gefüllt. Und da hinten donnert's. Also schnell in den Avanti. Leute, das ist ein Traum hier. Also, Schweiz, komme ich immer wieder gerne hin. Also, einfach die Landschaft ist irre. Ne? Guckt euch das mal hier oben an. Ja, und wenn man bedenkt, sagte Jens gestern, das ist jetzt ungefähr erst seit Anfang Juni, erste, zweite Juniwoche überhaupt schneefrei. Also diese ganzen Pässe sind ja, bis Anfang Juni überhaupt nicht befahrbar. Da liegt dann 4, 5, 6 Meter Schnee. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir hier überall durchkommen. Ja, ihr seht, ich stehe jetzt hier ein bisschen anders als eben. Das ist die Gotthardstraße. Und irgendwo in die Richtung da drüben ist dann auch der See, wo ich heute Mittag mal kurz gestanden habe. Aber ich habe hier einen schönen Spot für heute Nacht. Oh. Wenn nicht noch mehr Wind kommt, ist das okay. Jo, jetzt ruft noch ein bisschen die Pflicht. Ich werde jetzt noch 2 bis 4 Stunden mich an den Laptop setzen und noch ein paar Dinge schneiden. Aber ist alles irgendwie keine Arbeit. Es macht Spaß und wenn die ja, die Feedbacks so schön sind, aber wir sind in den letzten 8 Monaten laufen, ist alles gut. Klar, man ärgert sich über den einen oder anderen, Daumen nach unten, aber jo, who cares, ist halt so. Also, gehen wir jetzt hier wieder runter. Ah, das übliche Problem bei mir ist, das hatte ich in Schottland auch, ich habe mal wieder Pantoffel an. Ah, mal gucken, wie ich hier wieder runterkomme. Also, bis später. Also sehen kann ich ihn schon mal, aber hier ist noch eine Mauer. Naja. Ja, für morgen ist relativ schlechtes Wetter gemeldet. Da werde ich dann mal wieder runter Richtung Airolo. Allerdings dann nicht über die Tremula, sondern über die normale Gotthard-Passstraße. Ich muss auch morgen mal irgendwie entsorgen. Toilette ist jetzt nach 4 Tagen dann auch ziemlich voll. Aber ja, ich hatte eben mal die Drohne oben, aber hier ist auch wieder militärisches Sperrgebiet und irgendwie klappt das mit der Freischaltung nicht. Da muss ich mich nochmal irgendwie mit drum bemühen. Ansonsten schneide ich jetzt hier schon den zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich gerade hochgeladen und ja, also ich glaube, hier passiert heute nicht mehr allzu viel. In dem Sinne erstmal hier vom Gotthard ein gute Nacht. Und morgen früh geht's weiter. Bis dahin. Tschüss. Ja, guten Morgen vom Gotthard. Ihr seht, ich habe noch mal umgeparkt gestern. Hinter mir ist direkt eine Felswand. Vor mir
ganzer Schwung Wohnmobile. Ja, es hat gestern Nacht dermaßen gewittert hier oben. Und ich stand hier da hinten ziemlich exponiert. Und dann habe ich dann gestern um 10:30 oder wann, habe ich den Avanti nochmal umgestellt. Und also hier war es dann deutlich angenehmer, ne? In der Nähe der Felswand. Ja, ansonsten, paar Impressionen von heute Morgen. Sieht super aus. Ja, hinten geht die Sonne auf. Wir haben jetzt 6:30. Und wie ihr seht, ich bin hier nicht alleine unterwegs. Also hier stehen einige Wohnmobile. Ja, und das ist das Schöne in der Schweiz. Also da gibt es keine landeseinheitliche Regelung, was das Freistehen betrifft. Und das macht dann schon Laune. Frühstücken werde ich dann auch erstmal schieben, noch ein bisschen früh. Das machen wir nachher unten im Tal. Also, auf geht's. Ja, super Service hier in der Schweiz. Da können sich die Deutschen eine Scheibe von abschneiden. Aber das findet ihr hier an vielen großen Autobahnen. Also eine extra Spur, ne, wo man mit dem Camper reinfahren kann, um dann Frischwasser zu holen, zu dampfen, Toilette zu entleeren. Alles super. So, und das wollen wir jetzt mal machen. Also das ist eine saubere Sache hier, wirklich. Hier auf der Seite kein Trinkwasser zum Spülen. Und auf der anderen Seite Trinkwasser. Top.
Jo, Ast rein, alles erledigt, Toilette leer, Frischwasser, Abwasser, alles gemacht. Und das Ganze zum Nulltarif. Naja, wobei Nulltarif stimmt nicht ganz. Ich habe ja, ich glaube, 32 Franken Schwerlastabgabe gezahlt, jetzt hier für die 10 Tage. Aber gut investiertes Geld, muss man schon sagen. Top. So, jetzt geht's weiter Richtung Biassa. Da soll es einen Aldi geben. Und mal ein bisschen die Vorräte auffüllen. Aber hier unten ist schon wieder deutlich wärmer als oben auf dem Gotthard. Das muss man schon sagen. Na, der Gotthard-Hund sitzt auch noch da. Ah, der ist auch schon alt. 10 Jahre locker. Ja, und zu Scotty kann man vielleicht auch eine Geschichte erzählen. Der sitzt ja normalerweise da vorne. Aber immer wenn die GoPro an ist, dann stört er mit seinem weißen Kopf und dann schimmert er irgendwann die Scheibe. Den habe ich schon, ich würde sagen, seit Mitte der 90er Jahre. Also der ist schon steinalt, der Kerl. Der war schon in 3 Wohnwagen mittlerweile mit mir unterwegs und jetzt hier auch im Avanti. Also das Kerlchen begleitet mich schon gefühlte 20 Jahre auf den Campingreisen. So, auf, Aldi, ich habe Hunger, Frühstück. Ja, Einkäufe erledigt im Aldi. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Wie würden Sie entscheiden? Die Älteren werden das noch kennen. Wir haben Topwetter, war eigentlich gar nicht gemeldet für heute. Ich war noch nie in meinem Leben am Lago Maggiore. Und der ist gefühlt 50 Kilometer von hier weg. Also, was würdet ihr machen? Wir haben jetzt 8:30. Ich habe gefrühstückt, alles erledigt. Riecht doch irgendwie so ein bisschen nach einer Pizza am Lago Maggiore, oder? Da fahren wir jetzt hin. Auf geht's. Also das hat sich ja mal absolut rentiert. Ne? Ein Traum. Also bei dem Wetter. Ja, also
Ja, bin jetzt ein Stück weit hinter Canovio, oder wie das heißt. Wir mal auf der Landkarte gucken. Aber das reicht schon. Also hier einmal drum rumfahren ist sicherlich ja, eine Mordsaktion, aber allein das hier zu sehen ist schon irre. Wirklich toll. Ja, ich muss mich allerdings jetzt erstmal umziehen, ne, weil ich bin noch quasi auf Gotthard. Und hier unten hat es wieder locker 28 Grad. Aber ja, ich drehe jetzt gleich, fahre wieder hier das Stück zurück. Aber das einfach mal zu sehen, war schon irre. Und es ist wirklich von Bellinzona Katzensprung. So, da wollen wir mal gucken, wie die Empfehlung hier ist. Pizzeria Ristorante Torchio. Jo, das Ding öffnet um 12 und um 5 nach 12 ist hier schon richtig was los. Also was ich jetzt gesehen habe hier, was hier an Pizzen rauskommt. Wartet's ab. Ich habe mir zum Glück aber eine Calzone bestellt, die ist nur halb so groß. Kann man mal so machen, ne? Also der Laden hier ist in der Mittagszeit voll mit Handwerkern, ne? Gutes Zeichen. Das ist wirklich hier gesehen. Schreiner, Maler, kommen alle hier hin zum Mittagstisch. Jo, und jetzt, guten Hunger. Zum Glück war das nur eine halb so große Calzone. Ich auch so denke, ich hätte eine ganze Pizza bestellt. Aber super. Also, Hans, danke für den Tipp in die Van Gang WhatsApp-Gruppe. Astrein, Dankeschön. Eis habe ich noch im Avanti. Nachtisch gibt es nachher draußen. Aber Espresso muss sein. Also, das war super lecker. Jetzt muss ich nur wieder sehen, dass ich durch dieses Tor da hinten wieder rauskomme. Ziemlich eng. Na, hier seht ihr, was ich meine. Hier stehen jetzt die ganzen Handwerkerautos. Und da drin sitzen locker 30, 40 Leute. Also kann man wirklich empfehlen. So, ich fürchte, da drin ist es jetzt lecker warm. Vor allen Dingen frage ich mich, wo dieser Sahara-Sand herkommt. Guckt euch das mal an. Das war am Steingletscher noch nicht. Und gestern hat es eigentlich nur gewittert, heute Nacht. Naja, egal.